mal zu einem weiteren Baustellentag aus der Swiss Life Arena, wo in rund einem Jahr das Home of the ZSC Lions wird sein. Eine Saison gibt es aber noch im Zürcher Hallenstadion und es ist die zweite Saison von Ludovic Weber und bereits die sechste von Christian Marti. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch Zeit nehmt für die Fans und für ein paar Fragen. Christian, ich möchte mit dir starten. Das Stichwort ist Sommertraining. Wie ist das verlaufen aus deiner Sicht? Ja, durch die lange Saison war es relativ kurz, aber dafür intensiv. Wir haben die Zeit extrem gut genutzt, habe ich gefunden. Und wie ich gesagt habe, es war kurz, wir sind jetzt schon wieder auf dem Eis. Und man ist sich das eigentlich nicht so gewöhnt, dass man so schnell nacheinander wieder aufs Eis eben lang spielen und dann wieder aufs Eis geht. Aber ich glaube, wir haben so gut gearbeitet, wie wir können. Und ich habe das Gefühl, wir sind fit. Von dem her sind wir sicher zufrieden mit dem Sommertraining. Ludo, du hast eine super Playoff-Viertelfinalserie gespielt. Wie würdest du die Vorsaison nochmal zusammengefasst analysieren? Ja, also wie gesagt, ist gut gelaufen. Vor der Saison ist einfach bis jetzt auch gut gelaufen. Sind wir glaube ich parat für die neue Saison und wenn wir alles geben für gute Match machen. Es ist, wie bereits erwähnt, deine zweite Saison bei dir. Christian, ist die sechste. Du bist ein Routinier in der Mannschaft und kann mir vorstellen, manchmal ein so ein Leitwolf oder Aggressive Leader. Oder wie würdest du die Rolle von dir in der Mannschaft aktuell beschreiben? Ja, das ist immer so schwierig, wenn man sich da selber irgendwie beschreiben oder sagen, was man gut macht. Also das ist ein bisschen unschweizerisch, oder wie man dem sagt. Aber eben, ich glaube, in erster Linie versuche ich einfach ein solider Verteidiger zu sein, mit ein bisschen Akzent setzen, vielleicht physisch auch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich muss jetzt die eine Generation, die jetzt älter war, sozusagen, die Leader waren mit dem Roman und dem Sevi und einfach ein bisschen die älteren Spieler, die sind jetzt langsam weg. Und da muss man schon auch realisieren, dass man dann muss, wenn man Erfolg hat, dass man dann nicht mehr kann, einfach nur sagen, ja, die anderen und die. Ja, und dass man einfach selber den Schritt macht. Und ich glaube, ich versuche das auch zu machen, auch innerhalb der Mannschaft. Ich versuche den Jungen zu helfen, auf und neben dem Eis. Es gehört nicht nur immer eben der Match. Man sieht halt eben den Fan oder man sieht vielfach nur den Match. Aber es gehört einfach auch viel dazu neben dem Eis, wie man sich mental auf alles vorbereitet und wie man das alles sieht. Das ist die Junioren. Es sind die Juniorenzeiten von der einen, das ist am Abend ins Training gehen und dann spielt man. Und jetzt, wie man Profi ist, dann ist das so, dass das ein Job ist, oder? Und wir haben hohe Ansprüche in Zürich und da muss man das auch ein bisschen erlernen und ein bisschen leben. Und ich habe das Gefühl, ich versuche da den Jungen ein bisschen zu helfen und das glaube ich, ich muss jetzt den Schritt wagen oder machen, einfach, dass wenn ich Erfolg habe, dass ich nicht zufrieden sein kann, wenn es einfach gut ist. Ich muss sehr gut sein können. Und ich glaube, das ist das, was ich im Moment versuche zu machen oder auch in die Mannschaft einbringen. Ja. Vielleicht kannst du sogar ein konkretes Beispiel bringen, wie du eben kannst anderen jüngeren Spielern helfen. Ja, da lachen vielleicht die einen, aber viele Jungen haben sich angewöhnt, wenn sie nach der Schule heimkommen, Trainerhosen anlegen und dann abends Training. Und das zieht sich ein bisschen weiter mit und ich habe einfach das Gefühl, wenn man so am Morgen ins Training kommt, könnte man die Jeans anlegen, oder? Weil eben, man geht arbeiten und nicht einfach nur noch schnell ein Training machen. Und das ist ein Beispiel, halt, oder auch im Kraftraum, wenn man sieht, vielleicht hat er vielleicht nicht gerade die perfekte Haltung und der Matt, unser Konditrainer, ist gar nicht rum, dass man vielleicht einfach helfen tut. Oder wenn man merkt, dass der eine Junge vielleicht immer ein bisschen, nicht an sich zweifelt, aber immer so, hätte ich doch und wie soll ich. Einfach dort vielleicht ein bisschen helfen, dass man nicht immer muss darum studieren, was man soll oder was man falsch macht, sondern selbstbewusst auftreten und sagen, hey, wenn ich die Chance habe, dann packe ich sie. Und ich habe das auch lernen als Junge oder das habe ich jetzt besser gesagt, ein bisschen erfahren in den letzten 2-3 Jahren, wo es einigermaßen gut gelaufen ist, persönlich und der Mannschaft, und dass man dann halt selbstbewusst ist und dass man das einfach nicht vergessen tut, auch wenn es nicht so super läuft im Moment. Danke vielmals. Ludo, die nächste Frage geht wieder an dich.
Du bist sicher auch so einer, der die Einstellung hat, ich will aus Gutem sehr Gutes machen und aus sehr Gutem das Beste. Stichwort nochmal Training, wo du an dir selber arbeiten willst. Was ist das, was du sagst, ist der Teil, den du am meisten versuchst noch zu optimieren bei deiner Performance? Also, ich meine, es ist auch eine Entscheidung mit dem Goalie-Coach, Sigi, immer besprechen zu haben und zu schauen, was kann ich besser machen und so. Am Ende Details sind einfach Zeug, wo schon auf das hast geschafft, aber vielleicht Match nach Match ist einfach weniger gut oder so und ja, ist immer andere Details zum Schaffen, aber das ist wichtig, dass eine gute Kommunikation mit dem Sigi zusammen wir haben. Und ja, so, wir können weiter ziehen und schauen, was Zeug wir müssen besser machen. Was war denn die letzte Diskussion, die du mit dem Stefan Siegfried hast, wo er gesagt hat, dort kann man noch mal versuchen, etwas anderes zu machen? Ja, ist einfach auf der vielleicht letzte Match gsi. Ein paar Details, die könnte helfen, zum ein bisschen mehr, also vielleicht auf den ersten Goal ein bisschen mehr Geduld haben. Auch auf den zweiten sind gute Spiele von Gegner, aber ich meine, wenn du alles perfekt machst, kannst du auch die Schiebe haben. Und ist auch das so kleine Details und das ist das Ding, wo wir probieren zum finden, jede Abend, wenn ein Match kommt, um alles 100% zu machen. Ist sicher schwierig zu machen, aber das ist, ich glaube, das ist schön zum Leben. Was sicher auch schön war, ist, als du in die Mannschaft neu reinkommst. Ist mittlerweile auch schon ein Jahr her. Magst du dich noch erinnern, was es dort für ein Ritual gegeben hat, wo du in die Mannschaft aufgenommen worden bist? Und kannst du da echt vielleicht ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist? Also, wie ist es gegangen mit der Mannschaft? So ein Welcome-Ritual. Hat es da etwas Spezielles gegeben? Ja, also ich glaube, ich kann nicht alles erzählen vor der Kamera. Aber nein, ist sicher etwas, was neue Spieler machen, jede Saison. Um einfach die gute Welcome in das Team. Und ja. Das war eine gute Lache. Danke vielmals, Christian. Vielleicht kannst du noch etwas mehr erzählen. Weißt du noch, was gelaufen ist? Vielleicht bringen bei mir oder bei ihm? Erzähl mal von beiden am besten, wenn du noch weißt, wie es bei dir war. Ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich bei dir war es, dass du mir alle Namen sagen. Ja, so Sachen. Das ist, so in den Trainingslager hat man relativ viel dabei, die Jungen oder eben auch noch ein paar Jungs von GZK oder so. Und dann ist es immer lustig, wenn die neuen Ausländer, wenn sie vielleicht erst ein, zwei Wochen dabei sind oder so, dass man es fragt, wie die Jungs heißen. Ich glaube, das ist dann ein bisschen so etwas, was für Lacher sorgt oder so. Aber bei mir möchte ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Er hat nichts gemacht. Verdrängt oder ich weiß es auch nicht. Lassen wir zusammengeschlagen werden. Die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist bezogen auf die neue Saison. Es ist endlich wieder möglich, mit Zuschauern zu spielen. Wie fest kribbelt es schon, wenn du weißt, es sind wieder mehr Leute im Stadion mit dabei? Ja, ich glaube, schon die letzten zwei Spiele der Champions League. Es ist schon fast wieder eine Umgewöhnung, aber es ist eine gute Umgewöhnung. Es ist schon cool, wenn die Fans hören, wenn du die Chance vergisst, zum Beispiel, wenn sie «Nein» rufen oder wenn sie halt pfeifen oder halt einfach die Emotionen, das ist das, was ich glaube, zugesetzt ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist das, was relativ kräfteraubend war letztes Jahr, das ewige selber müssen pushen, sich pushen und so, das ist schon mühsam, mühsam gewesen eigentlich. Man hat sich dann halt noch auf diese Sachen müssen fokussieren, anstatt einfach hocken spielen und das tragen werden, das von den Fans, auf das freue ich mich wieder extrem. Und ich glaube, das gibt so viel Energie in der Mannschaft. Und
Auch für die Leute ist es cool, wieder Wurst essen, ein Bier trinken und sich aufregen über wer auch immer und sich freuen. Und einfach die Emotionen, die halt die schönsten Nebensachen der Waltersport ausmacht, oder? Danke vielmals. Ludo, die nächste Frage geht nochmal an dich. Ich kann mir vorstellen, sehr, sehr lässig jetzt wieder mit den Zuschauern, aber eine grosse Herausforderung wird wahrscheinlich gleich auch sein, gegen die Teams, die 12 anderen Teams in dieser Saison zu spielen. Was glaubst du, wird die grösste Herausforderung in dieser Saison? Also ich glaube, für uns ist einfach, also viele auf uns schauen, unsere Konstanz zu finden. Es wird immer hoch und weniger hoch in der Saison. Und Emotionen sind, müssen immer, also so viel wie möglich geradlinig sein. Wenn hoch oder weniger hoch. Und ja, müssen wir einfach so ziehen. Und wenn Konstanz bleibst, es hilft sicher im harten Moment und auch im guten Moment, um einfach Kopf auf die Schulter bleiben. Wir haben jetzt diese Saison angesprochen, die nächste Saison. Du hast noch keinen Vertrag, aber ich gehe davon aus, der wird noch kommen. Ich nehme es Wunder, wenn du da nachher kannst einlaufen in dieser neuen Swiss Life Arena. Auf was freust du dich am meisten? Also, ja, ich bin sicher. Ich freue mich auf was kommt. Und sicher, wenn wir in dieser Swiss Life Arena werden, das Schönste. Und ja, schauen wir weiter auf das. Christian, wie siehst du das? Auf was freust du dich am meisten in dieser neuen Arena? Ja, dass die Fans relativ nah sind bei mir, das wird sicher mega cool haben, dass die Stehplätze mega nah sind. Ich glaube, der dritte Rang, ich meine, das sehen wir jetzt auch in den Champions League-Spielen, die sind viel näher und das merkt man gerade. Ich glaube, die Energie, auf die freue ich mich extrem. Und einfach können, nach dem Match nicht müssen die Taschen noch in Olymp hinterbringen, das wird schon sicher. Aber einfach die Homebase zu haben und können da rein kommen, trainieren, immer da, eben die Konstanz einfach am gleichen Ort haben, ich glaube, auf das freue ich mich mega. Und ja, ich glaube, wenn man rundherum schaut, das ist mega imposant. Ja, man muss sich dann schon wahrscheinlich ein bisschen dran gewinnen. Es könnte fast ein bisschen ehrfürchtig werden. Aber nein, ich glaube einfach, die Stimmung, auf das freue ich mich extrem. Ja. Du weißt ja, in welchem Moment man den Fokus eben aufs Wichtige und Richtige setzt. Von dem her freue ich mich natürlich auch auf die Atmosphäre. Ich freue mich jetzt aber auch auf die Schlussrunde mit euch in diesem Interview. Wenn ihr schon mal einen Baustellentalk gesehen habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Es kommt nicht ein Trash-Talk, sondern ein Flash-Talk. Bedeutet, ich stelle euch 10 Fragen. Jetzt machen wir es aber zum zweiten ein bisschen anders. Jeder bekommt 5 Fragen, schnelle Fragen. Schnelle Antworten, aber jeweils übers Vis-à-vis. Das bedeutet, ich frage dich, Christian, als erstes gerade mal, wem folgt der Ludo auf Instagram? Welche Stars, abgesehen von Hockeyspielern? Keine Ahnung, ich bin nicht so aktiv. Also, ich kann nicht immer creepen, was er macht, ich weiß nicht. Wem folgst du? Vielleicht Justin Bieber oder so, ich weiß es auch nicht. NHL-Spieler hast du gesagt. NHL-Spieler hast du gesagt? Nein, eben nicht. Ah, nicht NHL-Spieler? Genau, abgesehen von Hockeyspielern. Ah, okay. Ja, ich weiß es nicht. Kannst du das Mikrofon gerade übergeben? Was denkst du beim Christian? Du kannst auch eine Vermutung treffen. Dann kann man mal schauen, wie gut kennen die euch schon in dieser zweiten Saison miteinander? Ja, der Action Bronson. Nein. Ich bin nur bei meiner Frau. Also, wir versuchen jetzt mit der zweiten Frage. Wie viel Kilo drückt der Christian auf der Bank? Ich weiß auch nicht. Ich sage 110. Nein. 100, sage ich. Hey. Ja. Also du sagst über ihn, er drückt 100. Ja. Und du drückst wie viel effektiv? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht auch 100 gewürgt oder so. Ich weiß nicht. Nein, ich mache nur Einzelhandel. Ich mache nur Stangen. Meine Schultern sind immer gut. Okay. Wir versuchen jetzt noch mit der dritten Frage. Was ist das klassische Ritual des Ludo vor dem Match? Ja, tust du auch abklatschen, wenn du spielst? Schon, oder? Ja, das Abklatschen mit dem so noch abbrusten. Wie ist es mit Christian? Was ist sein klassisches Ritual? Schreien und lachen.
Offensichtlich nicht nur auf dem Match. Was ist die Lieblingsbeschäftigung von Christian in der Garfahrt? In der Garfahrt? Also, er ist ruhig. Das ist mein Lieblingsding über Christian. Kannst du wieder übergehen? Kannst du nicht mal wieder gehen? Wie ja, mit den Welschen reden. Ich höre einfach Französisch reden hinter ihm. Sehr schön. Dann schauen wir noch die letzte Frage an. Was kann er besser als die anderen Spieler im Kader? Ein Böck geben. Ja, also nicht. Ja, ja. Du wolltest natürlich auch sagen, der Lukas macht das auch gut, verstehe deine Botschaft, aber das lassen wir genauso stehen. Wie ist es bei dir? Was kann der Christian am besten? Ja, also. Go schiessen! Was? Ja, im Training schiesse ich immer Goal bei mir. Nicht im Training, nicht im Match. Ja. Verteidiger, Goalschiessen, ein Allrounder. Merci vielmals für das interessante und unterhaltsame Interview mit euch beiden. Merci auch euch fürs Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns vielleicht bald schon wieder auch live im Stadion sehen. Bis dahin eine gute Zeit und bis gleich.